Brüder, wie sagt man da, Kraftbrüder, Sportsbrüder. Ich bin ja im Übrigen auch Seelsorger für Sportler. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Katharinenkapelle und an den Bildschirmen und an den Computerschirmen und an den Radiogeräten. Vielleicht haben manche schon Gedanken in die Richtung gehabt wie: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir ein bisschen deutlicher zeigen. Oder: Jesus, wenn du willst, dass ich an dich glaube, dann musst du dich irgendwie mir beweisen. Wenn du willst, dass ich mein Leben ändere, dann möchte ich ein Wunder sehen. Gibt gar nicht wenige Menschen, die diese Haltung in ihrem Bewusstsein haben. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Und wenn Gott will, dass ich an ihn glaube, dann muss er sich mir schon ein bisschen deutlicher zu erkennen geben. Wenn ich ein Wunder sehe, okay, dann bin ich bereit, ihm nachzufolgen. Dann bin ich bereit, ihm zu glauben. Aber wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Und genau mit dieser Haltung kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer heute im Evangelium zu Jesus. Meister, wir möchten ein Zeichen sehen. Und sie fordern Jesus heraus. Zeig's uns, wenn du der Messias bist. Beweis es uns, dass du der Sohn Gottes bist. Tu was, damit wir an dich glauben. Wenn nicht, dann hast du eben Pech gehabt. Und man hört das heraus, dass sie nicht demütig, bittend zu Jesus kommen, sondern frech ihn herausfordern und verhöhnen. Und deswegen lehnt Jesus das auch so deutlich ab. Böse und treulose Generation. Und sinngemäß sagt er ihnen: Ich bin kein Zauberkünstler, der euch eine Show liefert. Und er sagt: Es wird euch ein Zeichen gegeben. Das Zeichen des Jona, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Und er deutet dieses Zeichen auf sein eigenes Schicksal, auf seinen Tod und seine Grabesruhe und seine glorreiche Auferstehung am 3. Tag. Meine Lieben, Freunde, jung und alt, wenn wir Gott nicht erkennen können, dann liegt es nicht an Gott, sondern an uns. Und wenn wir Jesus nicht als unseren Erlöser annehmen wollen oder glauben, es nicht zu können, dann liegt das nicht an Jesus, sondern dann liegt das an uns. Denn die Welt ist voller Zeichen Gottes. Jetzt kann man im Sommer wunderbar hinausgehen in Gottes herrliche Schöpfung, die ein riesiges Zeichen Gottes ist, das selbst wieder voll ist von Zeichen Gottes. Anhand der Schöpfung kann man den Schöpfer erkennen, sicher erkennen. Man muss nur die Augen aufmachen, um die Zeichen Gottes zu sehen und zu erkennen. Jesus, das sagt er eben selber heute im Evangelium, der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist das Zeichen Gottes schlechthin. Und er hat viele Zeichen vollbracht. Die Kirche ist ein Zeichen Gottes, ein sichtbares Zeichen Gottes unter den Völkern. Und auch unsere eigene Lebensgeschichte ist voller Zeichen von der Liebe und der Aufmerksamkeit und der Güte Gottes. Und deswegen sollten wir nicht so beten: Lieber Gott, zeig mir ein Zeichen, damit ich an dich glaube, sondern: Gott, mach meine Augen auf und mach meine Seele auf, damit ich deine vielen, vielen, vielen Zeichen erkennen kann und sehen kann, damit ich deine Gegenwart erkennen kann. Jesus sagt einmal an einer Stelle: Selig, die ein reines Herz haben, denn die werden Gott schauen. Also beten wir um ein reines Herz, damit wir Gott schauen können. Ich möchte euch jetzt sagen, was die vielleicht schönsten und interessantesten und beeindruckendsten Zeichen Gottes in der Welt sind. Das sind bestimmte Menschen. Eigentlich alle Menschen, die sind sogar mehr als Zeichen Gottes, die sind Abbild Gottes. Können Sie mal schauen, rechts und links. Bei manchen ist es deutlicher, bei manchen weniger. Ich schaue jetzt niemanden an.
Aber jeder Mensch ist ein Abbild Gottes. Aber es gibt manche Menschen, die wirkliche Zeichen Gottes sind. Und das sind die Menschen, die es anderen Menschen leicht machen, Gott zu erkennen. Das sind die Menschen, wenn man die kennenlernt, dann kommt man zu Gott. Das sind die Menschen, die Gott ausstrahlen. Das sind die Menschen, die es eben anderen leicht machen, zu Gott zu kommen. Und wisst ihr, wie man die nennt? Das sind die Heiligen. Die Heiligen sind die schönsten und leuchtendsten und glaubwürdigsten Zeichen Gottes. Das sind Zeichen Gottes. Und deswegen feiern wir die Heiligen auch. Heute die heilige Birgitta von Schweden, die im 14. Jahrhundert gelebt hat. Zuerst irgendwo in Schweden, dann viel herumgereist ist, auch im Heiligen Land war. Kuba war sie, glaube ich, nicht. Gestorben ist sie dann in Rom. Und sie hat intensiv, zuerst war sie verheiratet, 8 Kinder gehabt, hat sehr intensiv gefördert, die Kirche gesponsert. Dort, wo die Kirche gelebt hat, da hat sie von ihrem dazugegeben, damit das Ganze noch mehr aufblüht, vorbildlich. Dann später ist sie verwitwet und hat ein intensives, mystisches Leben geführt, erschüttert gewesen von der Gerechtigkeit Gottes, von der Liebe Gottes, von der kraftvollen, machtvollen Liebe Gottes. Und weil sie so von diesem Gott erfüllt war, hat sie mächtig hineinwirken können in ihre damalige Zeit, hat mitgewirkt zu einer echten geistlichen Erneuerung der Kirche vom Papsttum bis über die Bischöfe und die Priester bis hinunter zu den ganz normalen, getauften, gewirmten Christen, mitgewirkt, sich verwenden lassen zu einer echten geistlichen Erneuerung der Kirche. 1373 starb sie in Rom und sie ist heute Mitpatronin Europas. Wir wollen sie um Fürsprache bitten, zusammen mit allen Heiligen für uns. Und zwar wofür speziell? Ich würde mir wünschen, dass wir uns heute vornehmen, dass wir unser Leben so leben, dass auch wir zu einem Zeichen der Wahrheit Gottes werden, zu einem Zeichen der Liebe Gottes werden und zu einem Zeichen der Gegenwart Gottes werden. Für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben und denen wir begegnen. Amen.